uns mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns durch diese arbeitsreiche Woche durchgebracht hast und dass wir jetzt wieder den Sabbat begehen können, dass wir wieder in die heilige Zeit eintreten können. Und wir möchten dir nochmal danken für all deinen Segen und deinen Schutz und bitten dich, dass du jetzt uns himmelwärts ziehst, dass wir anfangen, die weltlichen Dinge ablegen zu können, unseren Verstand wieder himmelwärts richten zu können und auf Jesus zu richten. Bitte hilf uns dabei und mögest du uns auch vergeben, die Sünden der vergangenen Woche, uns doch bitte reinwaschen durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus und uns freisprechen um seiner Gerechtigkeit willen. Bitte segne jetzt dein Wort und lass es nicht leer zu dir zurückkommen. Berühre unsere Herzen und lass uns gut folgen können und etabliert werden in deine Wahrheit. Hilf bitte auch mir, alles so klar wie möglich darlegen zu können. Und so bitten und danken wir für alles in Jesu Christi Namen. Amen. Ich habe jetzt hier nochmal neue Notizen geschickt. Ich schicke sie nochmal alle weiter. Ministry-Chat-Gruppe, beziehungsweise ich habe es denjenigen, die nicht in der Gruppe sind, persönlich weitergeleitet. Okay, wie gesagt, wir wollen heute Abend dann auch Lukas 21 uns anschauen, nachdem wir uns ja Matthäus 24 jetzt schon doch ziemlich detailliert angeschaut haben, die letzten zwei, drei Studien. Und wir haben ja das Muster gesehen, dass Jesus hier gefragt wird in Matthäus 24, ja, was ist denn das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt? Und er fängt dann erst mit dem Sonntagsgesetz an. Er spricht darüber, wie Nation gegen Nation aufsteht, Königreich gegen Königreich, wie falsche Propheten aufkommen. Und dann sagt er aber letztendlich, das alles ist erst der Anfang der Wehen. Richtig? Also hier ist der Anfang der Wehen. Und er sagt letztendlich, dass dann was passieren muss, bevor das Ende kommen kann. Genau, die Welt muss gewarnt werden, richtig? Also das Evangelium muss verkündigt werden. Und ja, wir wissen, die Warnung geht bis hier zum Ende der Gnadenzeit. Und da werden diese vier Winde losgelöst, wie wir gelesen haben. Und das ist dann auch der Punkt gewesen, wo er über diesen Groll der Verwüstung spricht, der aufgerichtet wird. Und was sagt er dann, was sollen wir dann tun? In die Berge fliehen. Dann sollen wir in die Berge fliehen, ganz genau. Also das ist dann hier diese ersten fünf Plagen, wo wir diese kleine Zeit des Friedens haben. Und dann zur sechsten Plage, haben wir gesehen, versammelt sich wieder diese dreifältige Vereinigung, richtig? Und sie bringt das Todesdekret gegen Gottes Volk. Und das ist dann welche Zeit? Die Angst der Zeit in Jakob. Ne? Also wo sie dann Tag und Nacht schreien, um Befreiung beten. Und was wird sie befreien? Gottes Stimme. Gottes Stimme, genau. Ja. Gottes Stimme, die dann ergeht und die erschüttert dann den Himmel und die Erde. Und all diese ganzen Dinge, die wir hier gelistet haben, passieren dann. Und letztendlich sehen sie dann das Zeichen des Menschensohnes, ja diese Wolke, die kommt. Und ja, vielleicht gehen wir nochmal kurz in unsere Bibel, zu Matthäus 24, um uns nochmal an den Punkt zu erinnern. Also die siebte Plage ist dann diese Zeit, die diese Drangsal hier abkürzt, die Angst in Jakob. Gehen wir zu Matthäus 24 und lesen wir nochmal ab Vers 29 bis Vers 31. Matthäus 24, Vers 29 bis 31, da steht:
Bald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Ja, wir haben ja gesehen, das bezieht sich auf jene Tage, hat sich auf hier diese 1260 bezogen, richtig? Aber in der 1260 hat Gott die Drangsal verkürzt. Stimmt's? Erinnert ihr euch? Also in den Tagen, in den 1260, aber nach der Drangsal, also ist es diese verkürzte Zeit, diese 25 Jahre, die abgekürzt worden sind, soll dann letztendlich der Mond seinen Schein verlieren und die Sonne verfinstert werden und so weiter. Und das war ja der dunkle Tag damals. Und das spricht aber in Wirklichkeit über die siebte Plage. Und die Sterne werden vom Himmel fallen, das war historisch gesehen 1833, richtig? Und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Also hier haben wir jetzt die Erschütterung des Himmels und der Erde. Das ist ja hier, wenn die Stimme Gottes dann ergeht zur siebten Plage, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also da sehen sie jetzt das Zeichen des Menschensohnes, wie er jetzt auf der Wolke kommt. Richtig? Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann Vers 31. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also was haben wir da verstanden? Was markiert das? Die Ernte. Ne? Also hier kommt jetzt Jesus und sendet seine Engel, die Schnitter, aus, um jetzt alle seine Heiligen einzusammeln. Richtig? Und wer erntet noch dort? Was haben wir gesehen? Satan. Ja. Und wie war das nochmal dargestellt? Seine Ernte. Vögel des Himmels. Genau, die Vögel des Himmels, richtig? Lesen wir nochmal Vers 28. Ja, da steht dann, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Im Deutschen steht hier Geier, aber im Englischen Adler, richtig? Genau. Genau, im Deutschen steht Geier. Manchen Deutschen steht auch Adler, aber in der King James steht Adler. Okay? Denn wir haben ja gesehen, wenn Jesus kommt zur siebten Plage, kommt er auf dem weißen Pferd geritten und dann ist das große Festmahl Gottes ja, für diese Vögel. Und die Vögel, haben wir gesehen, sind diejenigen, die den Samen wegpicken. Richtig? Das ist Satan, der ihn wegpickt. Okay. Welche andere Geschichte fällt euch ein, wo Vögel kommen und etwas wegpicken? Okay, Abraham, ja, richtig. Und, genau, der Bäcker. Ne? Bei Josef, ja, da gibt es einmal den Bäckermeister und dann gibt es den Mundschenk. Und der Bäckermeister, der kriegt ja den Fluch, er wird ja gehängt. Und dann sah er im Traum, wie diese Vögel kamen und das ganze Gebackene weggefressen haben. Ja, das ist einfach Satan, der alles wegstiehlt. Okay. Gut. Also das nochmal ein kleiner Rückblick gewesen. Jetzt können wir zu den neuen Notizen kommen. Und direkt runtergehen zu Seite 3 und unter der Überschrift Lukas 21. Ihr könnt auch gerne in euren Bibeln zu Lukas 21 gehen. Das ist kein Problem, aber wie ihr wollt. Also auch in den Notizen habt ihr das. In den Notizen habt ihr natürlich den Vorteil, dass da Sachen fett gedruckt sind und unterstrichen sind. Dann könnt ihr vielleicht eher wissen, worauf ich hinaus möchte. Aber wie ihr möchtet. Gehen wir zu Lukas 21. Beginnen wir in Vers 5. Und wir werden sehen, dass das eine Parallele ist zu der Endzeitrede aus Matthäus 24. Es ist genau dieselbe Szene, nur ist es jetzt, wie Lukas es beschreibt. Lukas 21, ab Vers 5. Und es steht, und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht zerstört würde. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird denn das geschehen und welches wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Also es ist genau dasselbe wie in Matthäus 24, ja, wo sie jetzt fragen nach dem Zeichen seiner Wiederkunft und dem Ende der Welt. Ja, denn davor haben sie auch über den Tempel gesprochen, richtig? Und dann Vers 8, er sprach, seht zu, dass ihr nicht irregeführt werdet, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin es, und die Zeit ist nahe, laufet ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschrecket nicht,
Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Okay. Halte mal den Finger hier in Lukas 21, geht bitte jetzt zu Matthäus 24. Und lass uns einfach diese paar Verse miteinander vergleichen. Das, was wir jetzt hier in Lukas gelesen haben, damit ihr die Parallele für euch sehen könnt. Ja, Vers 1, ja, da sieht man dann auch, dass sie auf dem Tempel hinweisen, sitzen dort auf dem Ölberg und Jesus sagt genau dasselbe. Steht, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Okay, also wenn Kriege und Kriegsgerüchte aufkommen, was ist es noch nicht? Ende. Halt den Finger hier, gehen wir zurück zu Lukas 21. Und lesen wir nochmal Vers 8 bis 9. Da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und die Zeit ist nah. Lauft ihnen nun nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Ja, also seht ihr, das ist genau dasselbe. Ja, Matthäus 24 sagte, es ist noch nicht das Ende. Lukas 21 sagte, das Ende kommt nicht so bald. Und er spricht von Kriegen und Kriegsgerüchten oder hier Kriegen und Unruhen. Richtig? Okay. Also gehen wir nochmal zurück zu Matthäus 24. In Matthäus 24 fügt Jesus noch zwei Worte hinzu, oder zwei Verse in dem Sinne, Vers 7 und 8. Dann, er sagt dort, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Also wenn er sagt, das Ende ist noch nicht da, das ist noch nicht das Ende, was ist es? Was sagt er hier? Das ist eigentlich der Anfang, okay? Gut, und das ist ja dann hier, wissen wir, das Sonntagsgebet, richtig? So, gehen wir zurück zu Lukas 21. Also in Vers 9, wenn er sagt, wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Wo markiert er das dann folglich in Lukas 21? Oder wo würden wir das jetzt markieren? Wenn wir das jetzt parallel setzen mit Matthäus 24. Also wenn er sagt, es ist noch nicht das Ende, dann ist es der Anfang. Der Anfang, genau. Okay, also Lukas 21. Sorry. Ja, also diese Verse, die wir hier gelesen haben, 8 und 9, sind hier diese Parallele zu Matthäus 24. Verse 3 bis 8, richtig? Okay. So. Aber jetzt lass uns schauen, was Jesus tut. Weil jetzt erklärt Lukas uns ein wenig die Szenerie ein bisschen anders. Also er hat dasselbe Muster, aber er rollt das jetzt anders weiter auf, wie wir gleich sehen werden. Vers 9. Lass uns nochmal Vers 9 lesen. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschrecket nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Das ist also der Anfang, über das, was er spricht. Und dann Vers 10. Dann sprach er zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Okay. Also jetzt in Vers 10, worüber spricht Jesus hier? Vers 10 und 11. Vers 10 und 11. Und Himmel, richtig? Jetzt wird hier Himmel und Erde erschüttert, nicht nur die Erde. Okay. So.
Ja, davor, wir wissen ja, was ist die Erschütterung der Erde? Ja, Königreich gegen Königreich und Nation gegen Nation, richtig? Das, was hier am Anfang ist die Erschütterung der Erde. Aber jetzt spricht er von der Erschütterung des Himmels und der Erde. Also wenn der Himmel erschüttert wird, dann wird auch noch was erschüttert gleichzeitig? Die Erde. Deswegen, was muss dann folglich wieder sein, auch wenn der Himmel und die Erde erschüttert werden? Ja, wenn die Erschütterung der Erde Königreich gegen Königreich ist, muss es auch bei der Erschütterung des Himmels und der Erde da sein, richtig? Okay, gut. Aber am Anfang wird der Himmel noch nicht erschüttert, ja, sondern nur die Erde. Deswegen, lass uns hier lesen. Aber wo steht das mit Himmel? Vers 11. Ja. Steht, und es wird sich hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Und jetzt sagt er aber in Vers 12, vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Okay, also was passiert vor der Erschütterung des Himmels und der Erde? Also erstmal genau bei dem Text bleiben. Also genau, richtig. Ja, das sagt ihr Vers 12. Vor diesem allen aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Also da sehen wir, bevor Himmel und Erde erschüttert wird, wird man ausgeliefert werden, richtig? Und warum? Nach Vers 13? Um Zeugnis zu geben. Genau, um Zeugnis zu geben. Deswegen, wenn du noch Zeugnis geben kannst, was ist folglich noch nicht gekommen? Ja, genau, das Ende der Gnadenzeit ist noch nicht da, richtig? Weil ansonsten, ab dem Ende der Gnadenzeit kannst du ja kein Zeugnis mehr geben. Stimmt's? Ist ja alles schon entschieden. Halte den Finger hier in Lukas 21, gehen wir zurück zu Matthäus 24. Und lesen wir nochmal Verse 6 bis 8. Steht, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Also bringt uns hier zu Vers 8, richtig, zum Anfang. Und dann Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Im Deutschen kommt es jetzt vielleicht nicht ganz so gut rüber. Aber da steht, was steht im Englischen? Wenn hier steht, dann wird man euch den Drangsal preisgeben. In Vers 9. Deliver you up to be afflicted. Genau. Ja, also du wirst also ausgeliefert werden, richtig? Was haben wir in Lukas 21 gelesen? Ja, geht nochmal zurück zu Lukas 21. In Vers 12. Genau, richtig. Ja, also Vers 12 ist eine Parallele zu Vers 9 in Matthäus 24, richtig? Könnt ihr sehen? Okay. Der einzige Unterschied ist, Matthäus macht eins nach dem anderen, aber Lukas, er sagt, erst kommt der Erschütterung des Himmels und dann sagt er davor. Ja, also er bringt dich erst zum Ende und dann wieder zurück, okay? Aber man sieht trotzdem genau dasselbe Abfolge, okay? Gut, dann lesen wir weiter in Matthäus 24. Denn was hat Lukas gesagt? Warum erlaubt der Herr, dass du ausgeliefert wirst und vor die Könige kommst, zum Zeugnis geben? Ja? Lesen wir weiter. Also Vers 9 haben wir ja gesehen, du wirst ausgeliefert werden. Vers 10, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen.
Also Vers 14, was wird gegeben? Das Zeugnis. Und nach Lukas, wann wird das Zeugnis gegeben? Vor der Erschütterung von Himmel und Erde. Genau, vor der Erschütterung der Himmel und Erde, richtig. Und wenn was passiert? Wenn du ausgeliefert wirst und vor Könige kommst, richtig? Und Staatsmänner und so weiter. Okay. Ja, deswegen sagt uns hier, und das sagt ja auch Matthäus, richtig? Er sagt im Vers 9, du wirst ausgeliefert werden. Und dann sagt er letztendlich, dass wenn du ausgeliefert wirst, viele werden dann Anstoß nehmen und einander verraten, einander hassen. Und dann wird letztendlich dieses Evangelium verkündigt werden zum Zeugnis, richtig? Okay. Und wenn das passiert ist, wann wird das Ende kommen? Okay, gehen wir zurück zu Lukas 21. Also nochmal ab Vers 13 weiterlesen. Da sagt er uns jetzt nochmal den Grund, warum wir ausgeliefert werden. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten. Also, was wird dann hier passieren? Etliche werden getötet werden, richtig? Okay, geht nochmal zurück zu Matthäus 24. Ja, haltet ruhig immer den Finger in Matthäus 24. Wir springen da wahrscheinlich nochmal öfters hin und her. Lesen wir nochmal Vers 9. Dann wird man euch der Drangsalpreisgeber, oder im Englischen, man wird euch ausliefern. Und euch töten. Das ist die Parallele zu dem, was wir gerade in Lukas gelesen haben, richtig? Ja, also du wirst ausgeliefert und das ist, wenn du mit dem Tod konfrontiert wirst. Okay? Gut. Und da sieht man dann auch, was kann man daraus sehen? Wenn sie uns töten werden, in welcher Zeit werden sie uns da töten? Was ist noch nicht gekommen? Das Ende. Ja, also sehen wir, es gibt also auch ein Todesdekret vor den sieben letzten Plagen. Ja, wir haben ja gesehen, in den sieben letzten Plagen gibt es ein Todesdekret, richtig? Aber da sehen wir, es gibt ein Todesdekret vor den sieben letzten Plagen, weil gibt es irgendwelche Märtyrer in dieser Zeit hier? Nein. In den sieben letzten Plagen? Nein, da wird ja keiner mehr sterben. Ja. Deswegen muss es folglich ja auch ein Todesdekret davor geben, weil sonst würde es ja gar keine Märtyrer geben. Aber es werden so viele Märtyrer geben wie noch nie zuvor. Ja, deswegen, ja. Viele Adventisten glauben, es gibt nur ein Todesdekret innerhalb der sieben letzten Plagen. Ja, und das ist aber total falsch. Ja, und man kann das ja allein schon in Daniel 3 sehen. Ja, Daniel 3 spricht von dem Sonntagsgesetz, richtig? Und was macht Nebukadnezar dort? Ein Todesdekret, richtig? Wer das Sonntagsgesetz nicht anbetet, der wird getötet werden. Okay. Lukas 21, gehen wir zurück. Also lesen wir nochmal Vers 16 bis 19. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Okay, von wie vielen werden wir gehasst werden? Von allen. Okay, keine schöne Aussicht. Okay. Aber es steht geschrieben. Aber was verspricht er uns dann hier in Vers 18? Genau, also er wird auf jeden Fall uns beschützen. Okay. So. Und wie können wir unsere Seelen gewinnen? Was sagt Vers 19? Genau, gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Oder im Englischen steht Patience, richtig? Okay, was bringt das in Erinnerung? Offenbarung 2, 3. Fast. Offenbarung schon mal richtig. Ja, diese ganzen, wer aushat bis ans Ende, wird die Krone bekommen. Okay, ja. Das ist richtig. Was ist denn mit, das ist ja die Sonntagsgesetzkrise, richtig? Und was steht im Zusammenhang mit der Sonntagsgesetzkrise, wo du auch diese Geduld haben musst?
Genau, die Geduld der Heiligen, richtig? Ja, das standhafte Ausharren. Gehen wir mal zu Offenbarung 14, richtig? Und lesen wir ab Vers 9. Vers 9 bis 12. Und Vers 12 ist dann der entscheidende Vers. Okay, da werden wir diese Geduld oder dieses standhafte Ausharren finden. Offenbarung 14, Vers 9 bis 12. Da steht: Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme. Also welcher Engel ist es? Dritter Engelsbotschaft, richtig? Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, von welcher Zeit spricht der dritte Engel? Sonntagsgesetz, ne? Das Mahlzeichen des Tieres ist das Sonntagsgesetz. Richtig? Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Also wenn du das Mahlzeichen des Tieres annimmst, was wird auf dich kommen? Der Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes sind die? Sieben letzten Plagen. Genau. Ja. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren. Oder im Englischen steht, hier ist die Geduld. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Okay, also wann musst du standhaftes Ausharren oder Geduld haben? Genau, in der Sonntagskrise, richtig? Okay, wenn das Sonntagsgesetz kommt, wer fängt wieder an zu herrschen? Das Papsttum, richtig. Okay, wo wird das Papsttum in Offenbarung beschrieben? In welchem Kapitel? 17, richtig. Wo noch? 13, genau. Gehen wir zur Offenbarung 13. Er ist ja dieses erste Tier, richtig, was er sieht. Kannst du folgen, Luis? Okay, Offenbarung 13 sind wir. Lesen wir ab Vers 3. Es steht, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Wann war das, historisch gesehen? 1798. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Wann ist das? Sonntagsgesetz. Okay. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Also wenn eine Todeswunde geheilt wird, was wird die ganze Erde tun? Sie wird verwundert diesem Tier nachschauen, dem Papstum, richtig? Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Ja, wer ist der Drache? Satan, richtig? Aber auch die Nation, richtig. Satan arbeitet durch Könige, richtig? Ellen White sagt, Gouverneure, Herrscher und Könige. Ja, werden dargestellt durch den Drachen. Das sind die 10 Könige, richtig? Das ist eine Drachenmacht. Okay, Vers 5. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Wie lang sind 42 Monate? 1260. 1260, genau. Also das ist jetzt die 1260. Wenn die Todeswunde geheilt wird, regiert das Papsttum für die 1260. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volkstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Also wie viele werden das anbeten? Alle, bis auf diejenigen, die, genau, bis auf die wahren Nachfolger Jesu, richtig? Die werden es nicht anbeten. Und dann Vers 9. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren oder die Geduld und der Glaube der Heiligen. Also was sagt die Bibel hier? Was müssen wir haben, wenn das Papst umherrscht? Geduld. Geduld, richtig.
Wir müssen vertrauen, ja, dass Gott das Papsttum genauso richten wird, wie er es damals 1798 gerichtet hat. Okay? Das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung, richtig. Das ist standhafte Aussagen. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Lukas 21, da hat er uns ja gesagt, ja, lesen wir nochmal Vers 18 und 19, doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren, durch eure Geduld. Ja, deswegen, wenn das Sonntagsgesetz kommt, wenn ja, der Anfang der Wehen kommt und wir dann letztendlich auch noch ausgeliefert werden und es Märtyrer geben wird, dann sollen wir Geduld haben. Ja, wir sollen vertrauen, wir sollen warten, bis Gott das Papsttum richten wird, genauso wie er es damals gerichtet hat. Okay? Es ist wichtig, dass wir jetzt Geduld haben, die Geduld der Heiligen. Wo wird noch die Geduld beschrieben? In welchem Gleichnis? Die Witwe, meinst du, oder was? Mhm. Genau, richtig. Ja. Die hat Geduld und sie hat standhaftes Ausharren. Sie kommt immer wieder zu dem ungerechten Richter. Stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja, das müssen wir auch beachten. Ich habe mehr an Lukas Kapitel 11, glaube ich, ist das. Oder 8, nee, Entschuldigung, Lukas 8 ist das gedacht. Das Gleichnis, das haben wir heute Morgen schon mal kurz gelesen. Das Gleichnis vom Sämann. Lesen wir Lukas 8, Vers 8. Das spricht jetzt über diejenigen, die den Samen im guten Boden halten. Da steht, und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und jetzt deutet er das Gleichnis. Gehen wir zu Vers 15. Das in den guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren, in Geduld. Okay? Also so kannst du die Frucht hervorbringen. Ja, und dann kann der Herr letztendlich dich als Seins beanspruchen. Okay, also es ist ein wichtiges Thema, dieses Thema der Geduld. Auf Gott warten, auf Gott vertrauen. Und Lukas 8, genau, Vers 8 und Vers 15. Okay, gehen wir zurück zu Lukas 21. Also, wir haben gesehen, dass Lukas uns also auch diese Reihenfolge vorgibt. Ja, er spricht dann auch davon, dass wir ausgeliefert werden und wir müssen ausharren, richtig? Und dieses Ausharren ist dann letztendlich dieses Zeugnis, was wir geben, wenn wir vor diese Könige kommen. Und bis wann geben wir nochmal das Zeugnis? Bis zum Ende der Gnadenzeit, ja, bis es nicht mehr geht. Stimmt's? Also auch dann Vers 19 bringt uns also bis zum Ende der Gnadenzeit. Ja, so lange geht es standhafte Ausharren. Und dann Vers 20 ist folglich vom Anfang der Ende der Gnadenzeit vorwärts, richtig? So. Lesen wir, was Vers 20 sagt. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Was war das historisch gesehen? Cestius. Und das ist eine Parallele zu, in Matthäus 24? Den Gräuel der Verwüstung, richtig? In Vers 15. Ja, und auch in Matthäus 24, Vers 15 haben wir schon gesehen, markiert hier das Ende der Gnadenzeit, richtig? Und wenn der Gräuel der Verwüstung kam, was musste man machen? In die Berge fliehen, richtig? Was müssen Sie jetzt hier machen? Vers 20 lesen wir nochmal und dann Vers 21. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Okay? Könnt ihr sehen, ist genau dasselbe. Okay? Also Matthäus 24, Vers 15 markiert hier den Gräuel der Verwüstung. Und Lukas 21, Vers 20 markiert hier dann
Jerusalem umlagert mit ihren Kriegsherren, was genau dasselbe ist, Cestius. Okay, 21, 20. Und du sollst in die Berge fliehen. Und warum? Vers 22. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Ja, was sind das für Tage jetzt? Der Rache. Ja, Gott wird jetzt Rache üben. Jesus ist nicht mehr länger im Heiligtum, tritt nicht mehr länger ein und jetzt fängt an, Gott seinen Zorn auszugießen. Vers 23. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Also was ist hier markiert? Was ist gekommen? Der Zorn Gottes. Ja, das sind die sieben letzten Plagen, stimmt's? Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Okay. Also, was passiert dann mit Jerusalem? Wird zertreten werden, richtig? Bis wann? Zeit der Heiden erfüllt ist. Okay. Lass uns schauen, wo das noch beschrieben wird, dass Jerusalem zertreten wird. Gehen wir, halt den Finger in Lukas, gehen wir zu Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung 11. Dann lesen wir die Verse 1 bis 2. Und Vers 2 ist der Vers, den wir uns anschauen wollen, denn da werden wir das beschrieben finden, wie Jerusalem durch die Heiden zertreten wird. Okay? Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Also wie lange wurde die heilige Stadt zertreten? 42 Monate, was die 1260 ist, richtig? Und durch wen wurde sie zertreten? Durch die Heidenvölker. Ja, deswegen, die 1260 ist also diese Zeit der Heiden, richtig? Okay, gehen wir zurück zu Lukas 21. Ja, deswegen, ja, die Jerusalem wird jetzt hier zertreten für diese 1260, aber was haben wir schon gesehen? Was soll mit der 1260 passieren? Die soll verkürzt werden, richtig? Okay. Lesen wir. Und wie wird sie nochmal verkürzt? Oder durch was? Die Stimme Gottes, genau. Und die Stimme Gottes tut was? Erschüttert Himmel und Erde. Okay, lass uns nochmal Vers 24 lesen und dann Vers 25. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also für die 1260. Aber die werden verkürzt. Und zwar Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Okay, wohin bringt uns das? Zur siebten Plage, richtig? Okay. Ja, also genau dasselbe Muster. Deswegen die Zeiten der Heiden sind diese 1260, aber sie werden verkürzt werden durch die siebte Plage. Und wir haben ja hier Cestius gehabt, richtig? Die Kriegsheere, die Jerusalem umlagert haben. Und wann kam Titus? 1260 Tage später, richtig? Ja, also haben wir hier Cestius. Ja, und dann haben wir hier Titus am Ende. Ja. Titus ist Satan, der jetzt das Zerstörungswerk völlig ausrichten wird. Das sind diese Vögel, die dann kommen werden. Ja. Also, und wir werden aber jetzt gleich sehen, dass Jerusalem, dass die ganzen sieben letzten Plagen ist letztendlich schon die Zerstörung Jerusalems. Wir haben ja gesehen, die Heidenvölker zertreten Jerusalem für die 1260, richtig? Aber hier ist es dann abgeschlossen. Das ist dann, Titus ist in dem Sinne
die Bestrafung unter der siebten Plage, wo es dann vollends zerstört wird. Okay? Kann jeder sehen? Mhm. Okay. Gut. Lass uns schauen. Ich weiß nicht, ob ich das Zitat hier drin habe oder... Ja doch, da ist es, auf Seite 4. Ja, da sehen wir nämlich, dass Ellen White letztendlich Cestius und Titus gleichsetzt, beziehungsweise das heißt die Zerstörung Jerusalems beschreibt. Okay. Ich habe mich immer gefragt, warum sie das so macht, aber jetzt wird es deutlicher. Ja, gehen wir zum Ende von Seite 4, das Zitat aus DA 630.3. Da sagt sie, Christus gab seinen Jüngern ein Zeichen für den Untergang, der über Jerusalem kommen würde. Und er sagte ihnen, wie sie ihn kommen könnten. Wenn ihr sehen werdet, dass Jerusalem von Herrscharen umringt ist, dann wisst, dass seine Verwüstung nahe ist. Also was ist das, was sie hier sehen müssen? Ein Zeichen, richtig? Ja, deswegen, wir müssen halt folglich wissen, ja, wir müssen dieses Ereignis erkennen. Wir müssen erkennen, jetzt ist das Ende der Gnadenzeit gekommen, das ist das Zeichen, wir müssen jetzt sofort in die Berge fliehen. Okay? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen erkennen, wann wir an diesem Punkt angekommen sind. Weil bis zum Ende der Gnadenzeit, was müssen wir machen? Zeugnis. Wir müssen noch versuchen, Menschen zu retten, richtig? Aber sobald das Ende der Gnadenzeit gekommen ist, müssen wir verstehen, jetzt ist ein anderes Werk zu tun. Jetzt nicht mehr warnen, sondern jetzt müssen wir fliehen, sofort. Okay? Deswegen, wenn wir das nicht wissen würden, dann würden wir immer noch warnen, aber es wäre schon alles zu Ende. Und wir würden auch selbst nicht fliehen, wir wären nicht in den Bergen, nicht in dem Schutz. Okay? Deswegen ist es ganz klar, dass wir also dieses Zeichen sehen müssen. Und wenn wir das Zeichen sehen, dann werden wir in die Berge fliehen. Ja, wir werden nicht mehr warnen, sondern fliehen. Richtig? Okay, gut. Also lesen wir weiter. Also nochmal ab dem Fettgedruckten hier. Wenn ihr sehen werdet, dass Jerusalem von Herrscharen umringt ist, dann wisst, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und die, die mittendrin sind, sollen hinausgehen. Und die, die in den Ländern sind, sollen nicht hineingehen. Denn dies sind die Tage der Rache, auf das alles, was geschrieben steht, erfüllt werde. Und jetzt sagt sie hier. Diese Warnung sollte 40 Jahre später bei der Zerstörung Jerusalems beherzigt werden. Die Christen gehorchten der Warnung und kein einziger Christ kam beim Untergang der Stadt um. Was ist das Problem an dieser Aussage? Genau, 40 Jahre später war Titus, richtig? Mhm. Cestius war ja 3,5 Jahre davor da gewesen. Stimmt's? Ja. Okay. Deswegen, als Titus kam, konnte man dann noch fliehen? Nein. Nein, da war es schon zu spät. Man musste fliehen, als Cestius weggeflohen ist, richtig? Und deswegen, wenn sie jetzt sagt, diese Warnung sollte 40 Jahre später bei der Zerstörung Jerusalems beherzigt werden, an sich wäre das keine korrekte Aussage. Ja, weil da war es schon zu spät gewesen. Ja. Aber wir müssen verstehen, Ellen White... Ja, sie möchte uns also zeigen, ja, dass sie letztendlich hier Cestius und Titus als ein Ereignis zusammenfasst. Okay? Und das ist ja genau das, was wir auch hier in den sieben letzten Plagen sehen. Okay? Denn es ist letztendlich alles die Zerstörung Jerusalems. Es ist, denn wie lange haben die Heidenvölker in Jerusalem zertreten? 1260. Für die 1260. Okay. Deswegen, die Zerstörung Jerusalems beginnt mit Cestius und endet mit Titus. Okay? Könnt ihr das sehen? Und das, deswegen ja, ist absolut richtig, was sie hier sagt. Okay, gut. Dann lasst uns noch mit Lukas 21 abschließen und dann können wir für heute Abend auch zum Schluss kommen. Und dann werden wir einfach morgen und in den nächsten Tagen das noch fortsetzen und zu Ende bringen. Lukas 21, lesen wir nochmal Vers 25. Vers 25 und 26, da steht, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.
Also, was ist das hier nochmal? Erschütterung des Himmels. Erschütterung des Himmels und der Erde. Es ist also die siebte Plage, richtig? Und sehen wir hier, dass Jesus sagte hier, die Kräfte des Himmels sollen erschüttert werden, aber sehen wir auch hier, wie die Kräfte der Erde erschüttert werden? Ja, es steht ja, ne? Angst der Heidenvölker und die Menschen sinken in Ohnmacht und die, das Meer, das tost. Richtig? Und was ist das Meer? Die ganzen Völker. Okay. Also sehen wir genauso, wie es sein soll, hier die Erschütterung des Himmels und der Erde. Und dann Vers 27. Ja, wenn die Himmel und Erde erschüttert werden durch die Stimme Gottes bei der siebten Plage, was werden sie dann sehen? Das Zeichen des Menschensohnes, richtig? Wie er kommt auf den Wolken des Himmels. Lass uns jetzt Vers 27 lesen. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, da sehen sie jetzt das Zeichen. Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also was musst du tun bei der siebten Plage? Du sollst dein Haupt erheben, ja, weil jetzt deine Erlösung naht. Du wirst jetzt, du siehst jetzt, wie der Herr kommt. Ja. Und was haben wir gelesen? In dem Zitat von Ellen White bei der siebten Plage, was tut Gottes Volk? Schaut nach oben. Ja, es erhebt die Häupter. Ja, weil sie jetzt nach dem Zeichen Ausschau halten. Wo ist das Zeichen? Wo ist die Wolke? Richtig? Und sie werden dann die Wolke kommen sehen und sie wissen, wir sind befreit. Okay. Also können wir sehen, wie Lukas 21 und Matthäus 24 eine Parallele ist, ja, und wie es genau dasselbe Muster da gibt. Ja, es beginnt mit dem Sonntagsgesetz und er führt uns hinab bis hin zur siebten Plage, ja, wo Christus dann kommt und letztendlich das Ende gekommen ist. Amen. Okay, gut. Dann, nachdem wir jetzt diesen Überblick haben, dann werden wir darauf aufbauen können und dann werden wir uns auch das Muster der siebten Plage noch genauer anschauen und all diese Dinge an den Platz setzen. Okay, dann lass uns mit einer kleinen Gebetsrunde abschließen.